Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 9 Uhr. Ich bin wieder gut gelaunt, oder? Die Männer schlafen noch. Coco schläft sogar auch noch. Ich wollte das ja, beziehungsweise wir wollten das ausprobieren. Was so eine, die sind da drüben schon wieder am Bauen, an diesem Hammer und dem da, ja. Was so ein Tag an der Beachbar kostet. Okay, man kann wirklich den ganzen Tag hingehen, ja. Wir sind jetzt gestern um 11 Uhr hingegangen oder 11:30 war es, weil wir wollten ja erst zum Pool. Und dann haben wir uns umentschieden, nee, doch nicht, haben Tarek gefragt und ich glaube, es war 11:30. Und sind gegen 16:30 wieder weg, also circa 6 Stunden, ja. Man kann dort essen, man kann dort trinken. Die Liege für den ganzen Tag, also ich bin immer noch erstaunt, ja, kostet 20 Tele. Wenn ihr euch dort in der Beachbar trinken, essen, in einen Wert von 50 Tele bestellt, ist die Liege umsonst. Da ist ein Tisch dabei, da ist ein Schirm dabei, die Auflage. Man muss dort auch nicht essen oder trinken. Also da waren viele Leute, die haben ihr Obst, ihr Trinken und so mit. Ich hatte auch meine Bananen und mein Wasser mit. Aber das Tolle ist, dann hat man mal Durst auf dem Chai, da muss man sich nicht ganz anziehen und hoch zu so einer Orange tackeln, weil der Preis, ein Chai, kostet 5 Tele. Bei der Orange kostet der 4 Tele. Also so viel Unterschied ist es jetzt nicht. Wir würden das jetzt auch nicht täglich machen, ja. Also ich wollte es nur mal ausprobiert haben. Das kann man mal machen. Also wir, die hier wohnen. Oder wir, die jetzt keine Euros verdienen, ja, weil es war schon, wenn man das in Euro rumrechnet, ziemlich günstig. Ich habe euch die Rechnung abfotografiert und das Essen auch abfotografiert. Auf der Rechnung stehen jetzt aber zum Beispiel 3 Chai und da steht 30 Tele. Das ist aber, weil das die Rechnung vom Restaurant war, was wir unten getrunken haben. Tarek hatte, glaube ich, 1 oder 2 Cola, ich weiß es gar nicht. Wir hatten 4 Chai gehabt und dann hatten wir nachher, nach dem Essen, wo wir die Rechnung schon bezahlt haben, hat Vicky gesagt, mach doch noch 2 Chai drauf, wir gehen ja noch mal runter, weil wir wollten direkt bezahlen, nicht, dass wenn wir los wollen, noch mal hochgehen und bezahlen und bla bla bla. Und dann sagt er, nee, nee, die gehen aufs Haus. Das ist hier aber ganz oft so. Wenn ihr Chai im Restaurant bestellt, sag ich mal, ja, also ganz oft, nicht immer, ich sage ganz oft, manche verwechseln das dann, ja. Dann bestellen wir uns einen Chai, der wird berechnet und die folgenden Chais werden irgendwie nicht berechnet. Ja, ich meine, die wissen ja, wir haben am Anfang auch immer gesagt, wir hatten aber, sagen wir mal zum Beispiel 6 Chai, jeder 3. Nee, nee, Abi geht aufs Haus und dies und das und 8 Chai und also nur damit ihr Bescheid wisst. Es war günstig, es war bequem und was ich beobachtet habe, da hat eine Dame geschlafen auf dem Schirm, ja, unterm Schirm. Und da kam so ein Windstoß und der Schirm ist weg. Und das hat der Mann gesehen, dann ist er hin, weil die hat ja geschlafen, das hat die gar nicht bemerkt, dass der Schirm weggeflogen ist. Und hat den Schirm wieder so aufgestellt, dass sie wieder im Schatten liegt. Das fand ich genial. Deswegen, also die achten da auch drauf, ja, die achten auch so ein bisschen. Ich sage jetzt nicht, lasst alles da liegen, Wertsachen. Ich meine, wir haben auch immer noch geguckt. Die achten schon ein bisschen und auch die anderen Leute, die drumherum liegen. Also ich fand es toll. Ich wollte es mal für euch ausprobieren, was das Essen so kostet, was die Liegen so kosten. Und okay, es lagen auch noch sau viele davor mit ihren Schirmen. Wir haben ja auch einen Schirm. Ja, weil meistens gehen wir hier unten an Dingen am Strand und nehmen unseren Schirm mit und nehmen unsere Getränke mit. Aber 20 Tele pro Person für den ganzen Tag. Wenn wir jetzt nur 1-2 Stunden hingehen, lohnt sich das auch nicht für uns. Aber wie gesagt, ich wollte es mal für euch ausprobieren. Manche haben ja hier Wohnungen, die kommen nur 2-3 Wochen oder manche auch 4 Wochen. Ja, ihr müsst dann nicht unbedingt so am Strand mit euren Schirmen. Also die Beachbars finde ich eigentlich Preis-Leistungs-Verhältnis günstig. Also die hier bei uns. Wie es mit den anderen ist. Der Uwe hatte mal erzählt, bei welcher Beachbar war der denn? In Alanya irgendwo. Da war das natürlich ein bisschen teurer gewesen.
Aber die hier, die gingen voll. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich stelle euch das alles hinten noch rein. Bis denn. Ciao, ciao. So, Freunde, heute waren wir mal an der Beachbar. Jetzt haben wir gerade zum Nachmittag gegessen, denn diesmal. Wir haben uns nämlich heute mal gedacht, wir lassen uns verwöhnen, bieten uns eine Liege. Wir haben das mal alles abfotografiert. Eine Liege kostet den ganzen Tag 20 Thele. Man kann auch gehen und wenn man sich für 50 Thele Essen bestellt, dann braucht man die Liege nicht mehr bezahlen. Geil, oder? So, jetzt chillen wir noch ein bisschen, Essen verdauen und ein bisschen schwimmen. Ja, ich muss ja sagen, also hier kann man sich das Essen aber auch hier runter, ich sag mal, liefern lassen. Aber wir wollten gemütlich oben essen. Aber es ist einfach herrlich, man hat es auch nicht weit zum Meer, ne? Ja, manchmal muss man das machen. Und ich sag mal, für die Liege den ganzen Tag mit Schirm und dies und das. 20 Thele, man muss ja auch nichts trinken oder essen. Man kann ja sein eigenes Trinken und Essen in eine Körbe mitbringen. Ja, oder in der Kühlbox oder so. Aber ich sag mal, wenn man so einen Chai trinken will oder irgendwas, dann ja, ist das einfach besser, ne? Und ab und zu darf man sowas sich dann auch gönnen, nennen wir es mal. Ab 50 Thele Essen ist dann die Gefahr. Wir waren gerade schon im Wasser, naja, wenn man es Wasser nennen kann. Ich gehe ja nicht ganz rein, ne? Guck mal, die sitzen auch, das ist ja so schön, man kann so auf Steine sitzen, ne? Tarek ist da drinnen. Ja, Tarek genießt sein Leben. Nicht weit. Da ist ja unsere Lieblingsorange, wo wir abends immer sitzen und Tee trinken. Ja. Ich liebe dieses Geräusch der Wellen, ja, ne? Boah, die Wellen sind aber richtig groß heute. Tarek wurde noch mal mitgenommen von der Welle. Hat er sich wehgetan? Ja, bestimmt, weil die Welle ihn einmal so runtergedrückt hat. So, ab zum Handtuch. Tarek hat sich wie immer geschaut, obwohl er tief drin war, ne? Ja.